Ach ja, ein neuer Tag, eine neue Folge und nichts ist passiert. Doch, es ist was passiert. Und zwar habe ich nämlich meine leichte Drachenjäger-Regel. Also die verstärkt die Drachenjägerrüstung. Und wollte es wiederholen, weil ich brauche dann immer nur 3 Erz. Und dann gucke ich mal nach, wie viel Erz ich hatte. Auf der einen Seite habe ich 24 Eisenerzbrocken. Und 142 normale Erzbrocken und sonst nichts. Das ist Kohle hier. So, jetzt weiß ich natürlich nicht zur Aufrüstung der Rüstung, welches Erz damit gemeint ist. Aufklärung ist erwünscht. So, dann wollen wir mal weiter gucken. Ja, Dandolo wäre natürlich nett zu finden, wobei ich nicht weiß. Oh, ich musste wieder einrennen, weil ein Spiel neu gestartet. Wo habe ich denn bloß den gelassen? Weil ich will wieder zurück zu diesem Lager da oben beim Fischerdorf. Und dann geht's mal kurz Dandolo suchen. Ach ja, ich habe mich mal zur alten Pyramide hier mal hingebollert. Also teleportiert, während Dandolo... Du bist Soldat. Ja, oh, schon wieder. Ja, ja, ich weiß, Bootsmann-Rüstung. Die kann ich nur mit Leder verstärken übrigens. Komm mit. Komm mit. Auf geht's. Yep. Und warte jetzt mal. Muss ich mal überlegen, wo ich ihn denn hinschicken kann. Warte auf mich. Warte auf mich. Ich. Gut. Yep. Fischerdorf. Das wäre wohl eine coole Sache. Denn das wäre. Warte auf mich im Fischerdorf. Das ist eine gute Sache, weil da kann ich nämlich mit ihm zusammen die Oger bekämpfen, ne? Da werden wir uns auch da mal hinfetzen zum Fischerdorf. Oh, ich musste mal gucken, wo das ist. Das ist nämlich auf der 9. So, da sind wir. Und dann werden wir sicherheitshalber nochmal eine Runde schlafen. Dann werden wir mal gucken, ob der Dandolo dann auch... ja, dann auch da ist, weil es geht ja wieder hier der Dämmerung entgegen. Und wir wollen natürlich auch was sehen. Bis Sonnenaufgang. Nur der frühe Wurm, der kann mich mal... Ja, dann schauen wir mal. Ei, wo ist der Dandolo? Dann gucken wir mal. Ja, da ist er doch. Oh, schön. Ah, er genießt den Sonnenaufgang. Wie cool ist das denn hier eigentlich? Dandolo. Hey. Komm mal bitte mit. Komm mit. Auf geht's. Und dann kann ich mich auch gleich wieder umziehen. Eine bessere Rüstung als meine verstärkte, neu verstärkte Drachenlederrüstung, leichte. Und jetzt geht's auf zum... oh, ich renne ja. Was ist mit Dandolo? Du rennst nicht. Das heißt, ich muss immer schön auf dich aufpassen, dass du mir nicht verschütt gehst. Oh yeah. So, dann gehen wir mal nämlich... zu diesem... Ja, er hat's geschafft. Ich schalte mich gleich wieder ein, wenn ich mit Dandolo vor diesem Ogre-Waldläuferhaus stehe. Ein kurzer Zwischenschwenk. Und zwar hier in diesem abgerissenen Turm über dem... Quatsch, über dem. Neben dem, oder besser gesagt doch über dem Fischerdorf, sehe ich hier noch was. Mal gucken, vielleicht kann ich das auflesen. Jep, hier rüber. Hier ist es ja was. Köcher mit 30 Eispfeilen. Ja, wie cool ist das denn? Ja, okay, Dandolo schafft das. Super. Das habe ich nämlich übersehen gehabt. So viel also dazu. Ich melde mich wieder. Schau mal, Dandolo. Da müssen wir hin. Da stehen aber 2 gefährliche Oger vor. Da gehen wir mal jetzt mal ganz vorsichtig hin. Und komm mit. Mein Gott, du bist aber lahm. Und an dieser Stelle möchte ich auch einen Admiral Tollwin ganz grüßen, ganz herzlich grüßen, der mir in den Kommentaren geschrieben hat und mir empfohlen hat, den Dandolo doch mitzunehmen. Und das werde ich dann jetzt auch machen. Er hat mir noch ein paar Tipps gegeben, aber auf die gehe ich jetzt erstmal nicht ein, sonst spoilere ich hier zu viel. Ja. Speichern. Ja, jetzt wird's spannend. So, ich log erstmal einen an und zwar mit dem Eisblock. Ja, gut, okay. Machen wir dich erstmal hier kalt.
Gucken, frierst du ein? Schon wieder so ein Mist. Er friert ein, das ist cool. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann passiert. Okay, er geht auf die... Oh, da kommen dann noch mehr Peoples. Hauer, hauer. Ganz viele Gobbos. Ja, und der friert immer noch da rum. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schaffe. Oh, oh. Okay, Dandolo hat es nicht geschafft. Das war eine schlechte Idee. Ich habe Dandolo im Off eine bessere Rüstung gegeben, hätte ich beinahe gesagt. Nee, ich habe ihn auf Defensiv gestellt. Und ich selber dann halt eben den Eisblock ausgewählt, um halt eben erstmal die Ogerches anzulocken. Und nicht die vier. Schon wieder so ein Mist. Genau. So, dann bleibe ich mal hier und gucke mal, welcher Oger denn hier auf mich zukommt. Okay. Dann kann ich den nämlich hier auch. Oh, das wird übelst. Okay. Wunderbar. Nicht zu plündern. Nicht zu plündern. Oger Morgenstern. Speichern. Ja. Dandolo, ich bedanke mich. Haben wir noch einen Ogermoga-Stern? Nicht zu holen. Okay, Ogern kann man nicht plündern. Dafür haben wir hier ganz viele, oh, sehr, sehr viele von diesen Gobos. Die dürfen aber, glaube ich, kein Problem sein. Ich kann hier schleifen, das ist schön. Schmieden, auch gut. Ah, winke, winke. Los. Oh, 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 sind die gut. Achso, du machst das mal schon mal. Das ist nett. Ach, das sind... Oh, nicht! Oh, dann ist es ja alles zu schaffen hier. Nicht zu holen. Das ist eine gute Sache, das. So, wie viele lagen denn da? Drei, ne? Okay. Dann dürftest du schon... Nicht zu holen. Dann hier, altes Endermesse. Bisschen Kram. Eine Säge. Oh, komm, wieso nicht? Ach, hier ist auch gleich ein Gerb... Ein Gerbstuhl, Gerbbaum besser gesagt. Was ja wichtig ist für Lederrüstungen aufrüsten. Bei einigen. Ja. Oh, Suppi. Kommt's mal hier. Ja, okay. Schon wieder so ein Mistvieh. Okay. Oh, da ist noch ein Oger. Oh, weia. Erstmal gucken, inwieweit. Okay. Gucken, ob ich jetzt schon mit kämpfen kann. Oh, ja, kann ich. Gut gehabt. Gut gehabt. Gut, gut, gut. Oh, okay. Kann ich ja hier nochmal gucken. Nicht zu plündern. Nichts zu plündern, ist klar. Oger Morgenstern, Goblin Pirat mit dem Säbel und einem Fischchen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist nicht zu holen. Okay. Oh. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Da ist nicht zu holen. Oh, hier ist noch was. Noch ein altes Entermesser. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die dann, wenn ich sie nicht geplündert habe oder was vergessen haben sollte, ob die dann liegen bleiben. Oh je, ist das schön, das Häuschen hier. Ja, ab und zu mal speichern, das ist auch... Schon wieder so ein Mistvieh. Da ist ja noch so ein Oger. Wo will er hin? Ach, der will auf mich. Okay. Ja, gut, dass der Dandolo jetzt da mal... Okay, dass der Dandolo auf Defensiv gestellt ist, denn das ist wirklich wichtig. Hier sind ja jede Menge Oger noch drin, meine Herren. Wow, und ein paar Buchständer zum Lernen. Aber erstmal müssen wir hier das Areal... sichern. Indem ich mal hier ein bisschen rumrenne. Vielleicht ist ja irgendwer noch in der Ecke versteckt. Säge, das ist eine Werkbank. Also, das ist ja richtig cool. Dieses Gebäude. So, irgendwelche Bücher hier. Sieht nicht danach aus. Doch, ein Buch des Wissens. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Das Buch des Wissens. Schwupps, da ist es. Lernpunkte 2. Mhm. Verstehe. Göttliche Kraft der Gesterne. Gut, okay. Das haben wir, glaube ich. Das brauchen wir, glaube ich, nicht lesen, weil das sieht so ähnlich aus wie Buch des Wissens. Yep. Okay. Weiter geht's.
Ist hier noch was? Nein. Dann lernen wir uns mal hier an einem Buchkommoden. Hä? Ach, das ist nur ein Schreibbold. Okay. Da kann man ja Spruchrollen, aber mächtige Spruchrollen kann ich leider nicht wirken und schreiben. Lesen. Verstehe. Magisches Wissen. Ja, das ist doch gut. Ah, das kann ich auch im Charaktermenü machen. Nochmal gucken. Das ist ein magisches Haus. Verstehe. Ja, sehr gut. Hey, dein Dolo, wollen wir hier mal einen puffen? Oh, mal gucken, vielleicht gibt es noch ein bisschen Mana-Punkt oder sowas. Quest Wasserpfeife, Apfeltabak. Verstehe. Nochmal. Gut, schön, reicht. Will ja auch mal für dich noch was übrig behalten. Dein Dolo, komm. Weiter geht's. Hier haben wir einen Herd. Was haben wir denn hier? Einen Topf? No. Sonst noch was? Ein Kessel? Ja, kochen. Ach, ich soll ja mal was kochen. Hat mir der Along mal empfohlen. Was kann ich denn eigentlich kochen? Gar nichts kann ich kochen. Fertig, aus. Gut, jetzt gehen wir mal hier in das Obergeschoss rein. Oder unter das Dach direkt. Oh, yeah. Oh, da steht einer, da ist einer, da ist einer am Wirken da hinten. Aber erstmal hier ein bisschen was looten. So, was habe ich denn hier? Habe ich einen Spezialtrunk genommen? Nee. Zack, zack, nope. Dann wollen wir mal gucken, wer bist denn du? Spencer, Spencer, hallo Spencer. Hallo. Wer bist du? Mein Name ist Spencer, König der Meere und Herrscher aller Goblins. Du darfst mich aber Admiral nennen. Wie bitte? Der Herrscher aller Goblins? So ist es. Der Herrscher der Goblins und der Ogre, die du hier getroffen hast. Und du hast sie getötet. Moment. Deine Leibwache hatte mich angegriffen. Da musste ich mich ja wohl wehren. Reden wir nicht mehr davon. Vielleicht erhältst du von mir die Chance, deine Missetat wieder gut zu machen. Ja, jetzt weiß ich auch, warum Admiral Tolwyn sich darauf gemeldet hat. Er hat nämlich hier in meinem Kommentar nämlich auch geschrieben, dass da ein Spencer ist. Du siehst wie ein Pirat aus. Ich sehe nicht nur so aus, sondern ich bin einer. Hey. Oder vielmehr, ich war einer. Gehörst du zu der Besatzung des Piratenschiffs, das draußen auf dem Meer ankert? Ja, ich gehörte mal zu ihnen. Ach, jetzt nicht mehr? Nein, ich hatte meine Gründe und jetzt frag nicht weiter so dämlich. Kannst du mir wenigstens sagen, wem dieser Kahn gehört? Nein, das geht dich nichts an und eins rate ich dir. Versuch ja nicht in das Lager der Piraten zu gehen. Die machen kurzen Prozess mit dir. Was? Lager der Piraten, weiter gucken. Du nennst dich den Herrscher aller Goblins. Willst du etwa damit sagen, dass dir diese gehorchen? Ja, genau so ist es. Dann hast du diese auch zu Piraten ausgebildet und auf Kaperfahrt geschickt? Ja, das habe ich. Mit ihrer Hilfe werde ich zum reichsten Piraten des Myrtanischen Meeres. Unglaublich. Wie hast du das nur gemacht? Nun, die Goblins sind schlau und wenn man es versteht, sie zu lenken, ist der Rest sehr einfach. Und wie machst du das? Ich verwende Magie. Ein ganz bestimmter Zauber führt dazu, dass mir die Goblins gehorchen. Auch meine Ogerleibwache gehorcht diesem Einfluss. Wie? Du kannst Magie? Kannst du mir diesen Zauber beibringen? Vergiss es. Dieses Geheimnis werde ich niemandem verraten. Ah. Admiral Tolwyn sagte, bevor du mit Spencer redest und seine Quest annimmst, solltest du noch mit dem Druiden Kilian reden. Der gute Natur-Taber hat, weiß ich jetzt nicht, und zum Beispiel verwandelt in Ogre und so weiter, eine Quest in die Abhängigkeit einer Quest von Spencer steht. Spencer. Habe ich jetzt irgendeine Quest schon angenommen? Eins verstehe ich nicht. Wieso kann ein einfacher Pirat Magie? Erklär mir das mal. Mann, du gehst mir ganz gewaltig auf den Sack. Aber na schön, du sollst es wissen. Früher habe ich mal einem Magier aus der Patsche geholfen. Und dafür hat er mir ein paar Sprüche beigebracht.
Kaum zu glauben. Was hast du denn für den Magier gemacht, dass er dir seine Geheimnisse verraten hat? Du stellst zu viele Fragen. Das gefällt mir nicht. Wie du willst. Eigentlich sollte ich dich ja als Kämpfer des Königs zur Rechenschaft ziehen, da du deine Goblins auf Kaperfahrt schickst. Und das heißt jetzt, willst du mich etwa angreifen oder was? Ich weiß nicht. Verdient hättest du es ja. Aber irgendetwas hält mich davon ab. Beantworte mir weiterhin meine Fragen. Dann sehen wir weiter. Na schön. Was willst du wissen? Ja, also eigentlich habe ich noch gar nicht eine Quest angenommen. Jedenfalls gab es ja im Logbuch jetzt Einträge, zum Beispiel der Admiral. So, im Haupthaus des Goblindorfes habe ich einen Piraten namens Spencer getroffen. Irgendwas stimmt mit dem Burschen nicht. So, dann gab es noch Piraten Gold? Oder war das, was ich habe auf dem Wrack eines? Nee, das ist was anderes. Wo ist denn das jetzt? Da war noch was mit Piraten oder ist das jetzt erledigt? Gucken. Ah, und erfüllte Mission ganz weit unten. Ein Pirat namens Spencer steckt also hinter der den Kaperfahrten der Goblins. Ich denke, dass das alles ist, was ich über die Piraten-Goblins wissen muss. Das ist doch super klasse. Irgendwelche gescheiterte Mission. Griseldas wichtiger Auftrag ist gescheitert. Aha. Oh, das war auf einer Insel. Ja, die Aufgabe habe ich versammelt. Das nur so nebenbei. Okay. Ja, dann habe ich mal zwischenzeitlich nochmal einen Stand gespeichert. Warum bist du eigentlich hier? Und jetzt will ich mal gucken. Warum bist du eigentlich hier? Ich warte. Auf wen? Auf jemanden, der mir hilft, ein altes Ritual durchzuführen. Aha. Ein altes Ritual? Wozu? Um einen Schatz zu finden, den ein Piratenkapitän hier vergraben haben soll. Vielleicht wärst du ja der Mann, der mir dabei helfen könnte. Kräftig genug siehst du aus. Wenn du mir hilfst, beteilige ich dich auch an dem Schatz. Also, was sagst du? Aha, welchen Zweck hat das Ritual? Erstmal Zwischenfragen. Welchen Zweck hat das Ritual? Das Ritual soll mir helfen, mit dem Geist des Piratenkapitäns Kontakt aufzunehmen. Wenn das klappt, verrät er mir, wo er seinen Schatz versteckt hat. Klingt verrückt. Bist du dir wirklich sicher, dass das funktioniert? Ja, bin ich. Also, was ist? Hilfst du mir jetzt oder nicht? Von mir aus. Was soll ich tun? Ich brauche einige Gegenstände, die du mir besorgen musst. Aha, also hätte ich sozusagen hier diese Quest angenommen oder wie oder was? Weil ich bin ein bisschen verwirrt. So, dann haben wir hier oben das Ritual der Admiral. Das Ritual, Spencer will ein Ritual durchführen, um einen alten Piratenschatz zu finden. Ja, okay, das hat er erzählt, der Admiral. Spencer, der selbsternannte Admiral, will ein Ritual durchführen, um einen alten Piratenschatz. Okay. Dann werde ich mal wieder den alten Stand speichern und ihn noch nicht fragen, weil mir nämlich Admiral Tolwyn gesagt hat, bevor ich mit Spencer rede, soll ich vorher einen Druiden Kilian finden. Der hat nämlich auch noch eine Quest, die in Abhängigkeit zu dieser Quest sein sollte. Das werde ich dann mal machen. Spencer haut jetzt eher da ab und ich werde mal den alten Speicherstand laden. Oh, da sind wir wieder, bevor wir mit ihm gelabert haben, nicht? Okay. Aber, okay, das Ritual ist nicht mehr drin. Jetzt frage ich mich, wo ist denn dieser Kilian? Wo soll der denn sein, bitte sehr? Gehen wir erstmal hier gucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu looten. Ja, Apfel, Käse und Rum und einen schwebenden Schinken. Und das war's dann auch. Und hier ist eine Truhe ohne Schloss. Gut. Ja, auch gut. Haben wir das. Könnte jetzt hier ins Bettchen gehen, aber nö, keine Lust. Dann haben wir noch irgendwo hier eine verschlossene Truhe, die ich natürlich ganz gerne mal knacken. Oh, die braucht man gar nicht knacken. Ups. Corines Teleport zum alten Waldläuferdorf. Das ist doch klasse. Und dann haben wir hier über das alte Waldläuferdorf. Sehr schön. Und Jolz, habe ich viel Gold. Mein Gott, habe ich viel Gold jetzt auf einmal. Dann wollen wir das Ding mal lesen. Schwupps, da haben wir es. Und was steht drin? Eine letzte Nachricht. Unleserlich. Ich kann es gut lesen. Und da wir jetzt
auch noch durch... Achso, Unleser liegt wahrscheinlich der Vorspann. Und da wir jetzt auch durch Massen von Goblins bedroht werden, die sich mit Waffen ausgerüstet haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Dorf zu verlassen und nach Mythana zu gehen. Möge Adanos uns bei unserer Reise beistehen. Erasmus, Anführer der Waldläufer. So sieht das also aus. Komisch. Ja, was sagst du jetzt dazu, Dandolo? Wo ist denn dieser Kilian? Ach, hier ist noch ein Pirat, ne? Er hat noch eine Waffe in der Hand. Nicht zu plündern. Nee, das ist nur... Ach, hier ist noch was. Pech. Ein Pfeilpaket mit 20 Pfeilen. Das ist gut, dass es jetzt ganz viele Pfeilpakete gibt. Ja, Kilian. Große Frage. Wo soll der sein, bitte sehr? Aber ich werde mal hier ein bisschen so handwerklich geschickt sein im Off. Ich melde mich dann wieder. Wo bist du denn? Dandolo. Da bist du, na? Was hast du denn gemacht? Oh, ich melde mir mal wieder zurück, dann, wenn es soweit ist. Ach ja, ich glaube, das ist jetzt die letzte Waffe, die ich geschärft habe. Jawohl, das war die letzte Waffe. Das hat mich echt ja, den ganzen Tag gedauert, von 12 Uhr bis 18.48 Uhr. Ja, klasse. Ja, es ist wieder ein bisschen dunkel geworden. Jetzt schicke ich... Ja, ich bin Soldat, ich weiß. Jetzt schicke ich den Dandolo folgendermaßen hin. Und zwar werde ich ihn... So, Bootsmann-Rüstung habe ich ab. Ich werde ihn zum zur Säule gehen. Nein, warte auf mich zur warte Säule. Warte auf mich. Gut. Ja. Und zwar schicke ich ihn zur Sternwarte. Na gut. Dann gehe ich mal los. Er geht los. Und ich werde oben bei Spencer mal, ach da ist er ja, eine Runde schlafen, weil, und da komme ich gleich drauf, wenn ich dann da hingehe. So, Bettchen. So, dann machen wir das richtig schön früh. Oh, was war denn das? Hat sich noch irgendwie ein Gobo aufgebäumt. Weil ich nämlich zur Sternwarte möchte. Für den König. Ja, Dandolo, auch für den König. Denn ich gehe mit Dandolo, nachdem ich ihm gesagt habe, dass er mir folgen sollte. Komm mit. Auf geht's. Yep. Und zwar nochmal auf Anraten von Alain Dufont. Ja, aber nicht hier rumrutschen. Dass ich nochmal runter in die Gruft der Paladine gehe. Das ist immer ganz... schwierig hier entlang zu gehen. Mir ist der Dandolo schon mal weggerutscht. Weil da nämlich noch ein Raum ist, den ich auch noch nicht besucht habe. Und zwar ein Teleportraum. Und das werden wir machen. Ich schalte mich da bis dahin wieder ein. So, hier sind wir. Dann latschen wir mal ganz schnell hier rüber. Los, Dandolo, komm in die Hufe hier. So. Und einige werden natürlich wissen, wo ich hin will. Das werde ich dann auch noch überspringen, damit es ein bisschen schneller geht und wir noch ein bisschen was von haben. Boah, ich muss das hier noch unbedingt mal angucken. Das sieht so toll aus. Herrlich. Der Sound dazu ist klasse. Dandolo, mach in die Hufe. Mittlerweile habe ich es herausgefunden, wo das ist. Das ist echt vertrackt gewesen. Das echt verpennt. Und zwar da oben ist nämlich noch ein Eingang. Da war ich nämlich noch nicht. Ja, und Dandolo wird natürlich jetzt nie mit hochklettern kommen. Was? Was? Ah, ich höre schon was glucksen. Nee, das wird doof. Das machen wir anders. Da ich sowieso auf den Teleporter muss. Warte auf mich. Gut. Spencers Haus. Na, ich werde ihn mal wieder zum Spencers Haus schicken. Warte auf mich in Spencers Haus. Okay. Was wird er dann tun? Jetzt bin ich gespannt und werde vorher nochmal abspeichern. Und natürlich sofort wieder umziehen. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet da. So. Ups. Katana habe ich. Gucken wir mal, was hier
finden. Aha. Ein Zombie. Wie viele sind das? Da sind mir zu viele. Dandolo? Du bist ja lustig. Hab dich doch weggeschickt. Okay. Das wird nicht viel bringen. Mann, oh Mann. Naja, und von da unten treffe ich auch keinen. Dandolo ist noch auf defensiv geschaltet. Gucken. Nee, schaffe ich nicht. Liegen sie, die beiden. So, und jetzt aber. Jetzt muss was passieren. Katana zücken. Moment. Okay. Den holen wir mal raus. Mal gucken, was Dandolo sagt. Nee. Jetzt kommt er hoch. Oder jetzt versucht er zumindest. Danke. Dandolo, bist gut. Yep, jetzt ist er natürlich zu mir gekommen oder will noch irgendwo hin. Ah, muss ich mal eben kurz nochmal anquatschen. Wieso kletterst du eigentlich so toll rum? Kannst du mir das mal erzählen? Huhu. Ah, jetzt ist er irgendwie... Ah, Moment mal. Ich habe ihm gesagt, er soll warten. Okay, aber dann hat er... Ja, dann wird das wahrscheinlich klappen. Das ist das jetzt auch egal. Moment. Ja, da liegt ein Zombie. Da liegt ein Zombie. Hier sind auch noch welche, denke ich mal, ne? Zwei ja sogar. Ah, weg. Hau ab. Oh, der hat mich ganz schön genervt. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn jetzt hin? Da wollte ich noch nicht hin. So, da ist das dann Döhlchen. Der ist natürlich jetzt in seinem Kampfwut, in seiner Kampfwut drin. Und ich habe hier noch Zombies hier. Die nehme ich in der Klammergeschichte rein, in den Klammergriff. Nicht... Alarm! Ja, Alarm, ich weiß. Oh, da ist er. Okay, kriege ich den alleine. Alarm! Hier. Herrlich. Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, jetzt muss irgendwo noch der andere sein. Ach, der macht da hinten rum. Mal gucken, wird der weg... Wieso geht der in die Teleport-Rune rein? In diesen Teleport-Plateau? Das verstehe ich nicht. Ja, Dandolo ist hier immer noch in seinem Kampfwut drin. Trotz, dass ich ihn weggeschickt habe. Stopp. Hä? Ich kann ihn auch nicht unterbrechen. Super geil. Und ich muss natürlich... Achso, ich habe meine Pippe gezogen. Gucken. Ah, irgendwie eine Pause abwarten. Nee, funktioniert so nicht. Ja, jetzt wird's übel. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier... Das ist ja echt böse, ist das. Okay. Ja. Denn ich möchte nicht, dass die... mir auf die Teleport-Plattform steigen, dann nehmen sie mich nämlich mit. Oder so. Oh, cool. Ha, so läuft's auch, Dandolo. Finde ich gut. So, kann ich ihm was sagen? Du bist Soldat. Ja, okay. Kleide dich entsprechend. Er kommt also nicht zu mir mit. Oder? Nein. Okay. So, was haben wir denn hier? Zombies? Nichts zu holen. Ja, okay. Erstmal gucken, dass ich hier was mitnehmen kann, falls hier was ist. Da ist sogar was. Reine Lebensenergie, Elixier der Stärke, klasse. Meine Lebensenergie, das war wohl alles. Dann werden wir das mal saufen. So, wo ist denn hier die Lebenselixier der Stärke? Das ist das. Gibt 3 Bonus. Okay. So, und jetzt werde ich über auf die Plattform gehen. Oha.
Quest, die Teleportsteine. Wo bin ich hier? Sagt mir die Karte was? Nee, die sagt mir nichts. Gucken wir mal ins Logbuch. Die Teleportsteine. Der Teleportstein der Gruft der Paladine führt zu einem Ort in den Bergen. Okay, ist eigentlich mehr die Teleport-Plattform. Da speichere ich mal ab, sicherheitshalber. Weil da sind mir ja viel zu viele Trolle hier. Berger Troll etwa? Ja, schwarzer Troll, Troll, Troll. Und was ist da hinten? Weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir mal auf den Teleportstein hier. Ach so, jetzt bin ich wieder da. Und dann Dolo ist weg. Okay. So war das ja auch geplant. Nee, das ist jetzt dumm. Haha, übelst. Ja, es ist wieder soweit, liebe Leute. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ja, ihr wisst Bescheid. Liebe Grüße an euch alle. Und schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, soll ich gegen die Trolle hier kämpfen? Ja oder nein? Oder doch nicht? Also macht's gut. Tschüss.